Profis, Fabrika und Sound. Fabrika. Wir sind Fabrika, Bir Başka. Fabrika, Fabrika, Fabrika. Interessant. Eskiler bileğinde bir altın bilezik olsun derlerdi. Altın bilezikle kastedilen kazanç getiren bir beceriye sahip olmak. Bir meslek, zanaat öğrenmek altın gibi değerini hiç kaybetmez anlamına geliyor. Bugün altının piyasada yaşadığı iniş çıkışlar bir yana, el işçiliğinin ileri teknoloji çağında bile kabul gördüğü ve gittikçe değer kazandığı bir gerçek. Zanaat, küçük ve orta boy işletmeleriyle Alman ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri. Merhaba, fabrikaya hoş geldiniz. Bu ay sizlerle Majolika Seramik İmalathanesi'nde buluşuyoruz. Majolika adını 15. yüzyıldan itibaren İtalya'da üretilmeye başlanan bir tür kalaysırlı seramikten alıyor. Binlerce yıl öncesine dayanan geçmişiyle seramik işçiliği, günümüzün seri üretim imkanlarına rağmen geleneksel el emeği değerini korumaya devam ediyor. Almanya'da çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ve kadın çalışanların teşviki adına farklı düzenlemeler gündeme geliyor. Peki el zanaatlarının dünü ve bugünü dikkate alındığında kadının emeği ne derece temsil edilmekte? Çevre bilinciyle hareket etmek Almanya'da toplumsal normların bir parçası. Çevre elçisi Gülcan Niç ve enerji danışmanı Eva Stegen ile yenilenebilir enerji ve zanaat ilişkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Enerji dönüşümü konusunda zanaat motor güç olma yolunda. Elektrik ustası Mustafa Çetin'in mesleği sürekli yenilenmeye tabi mesleklerden biri. Kendisi enerji dönüşümünün bir sonraki aşamasında elektrik alanında doğacak olanaklardan umutlu. Kuyumculuk, incelik, disiplin ve sabır gerektiren bir meslek. Serhat Çiftçi, değerli madenleri ustalıkla işleyerek onlara yeni bir biçim veriyor. El becerisiyle ortaya çıkardığı her parça eşsiz. Tüketime dayalı toplumlarda ihtiyacın el üretimiyle karşılanamaması sanayileşmeyi ve seri üretimi zorunlu hale getirdi. Ancak el becerisi ve uzun yılların deneyimiyle ortaya çıkan bir ürün cazibesini ve değerini bugün de korumaya devam ediyor. Alman el zanaatlarının uzun bir geçmişi ve uluslararası alanda saygın bir adı vardır. Resmi olarak tanınan 94 el zanaatının çoğu metal, elektronik, inşaat, sağlık, vücut bakımı, temizlik, ağaç işçiliği ve gıda sektöründe yer alırken geri kalanlar ise cam, kağıt, seramik, tekstil ve deri sektörü arasında dağılıyor. Kadınlar el zanaatlarının büyük bir bölümünde neredeyse hiç temsil edilmiyorlar. Söz konusu bu zanaatların çoğu geleneksel anlamda erkeklere özgü meslekler olarak görülüyor. Bu durum bir zamanlar yapıldığı gibi kadının kısıtlı beden kuvvetiyle açıklanabilir mi peki? Yoksa bunun başka nedenleri mi var? 500 yılı aşkın bir süre önce klasik el zanaatlarının çoğu yalnızca erkeklere özgü değildi. Ve üstelik bu durum sadece gıda ve tekstil üretimini kapsamıyordu. Özellikle Orta Çağ'ın sonlarına doğru Almanca konuşulan şehirlerde çalışan kadınların büyük çoğunluğu el zanaatlarıyla uğraşıyordu. Hem de sadece bir zanaatkarın eşi ya da kızı olarak değil, tamamen bağımsız, eğitimli ve başkalarını da eğitebilecek şekilde yapıyorlardı bunu. Örneğin bazıları esnaf loncalarına da üye olan ve mesleki eğitim almış kadın kürkçüler, kuyumcular, bakırcılar, marangozlar, ciltçiler ve bira üreticileri de vardı. Kadınlar ayrıca harç karan, çatı aktaran veya camcılık yapan yevmiyeli işçiler olarak inşaat sektöründe de çalışıyorlardı. Hatta 1428-1524 yılları arasında Würzburg'da çalışan inşaat işçilerinin ortalama %75'ini kadınlar oluşturuyordu.
Zamanla kadınlar birçok iş ve meslek dalından sistemli bir şekilde uzaklaştırıldılar. Bugünün meslek örgütleri sayılabilecek loncalar, kadınlara üyelik hakkı tanımayarak çırak yetiştirmelerini veya bir ticarethane işletmelerini yasakladılar. Bu durum çoğunlukla kadının erkeğe göre sözde zayıflığıyla açıklandı. Fakat asıl neden, mevcut zanaatkar sayısının ihtiyacı aştığı bir zamanda iş piyasasında istenmeyen rekabeti devre dışı bırakmak ve kadınları daha sıkı bir şekilde erkeklerin kontrolü altına almaktı. 19. yüzyılda bu uzaklaştırma süreci çoktan tamamlanmıştı. Kadınlar yalnız kadınlara özgü sayılan işlerle yetinmek zorunda bırakılmışlardı. Zanaatkarlıkla uğraştıklarında ise bir aile işletmesinin uzantısı olmaktan öteye gidemiyorlardı. Bu rol dağılımı sanayileşme ve hızla büyüyen şehirlerle birlikte devam etti. Kentli kadınlar genellikle evle ilgilenip çocuklara bakarken erkekler kendi mesleklerini icra ediyordu. Sonradan kadınlar düşük ücretli yardımcı işçiler olarak iş piyasasına adeta akmaya veya kendilerini kadınlara özgü sayılan meslek dallarında yetiştirmeye başladılar. Zanaat sahibi kadınlar olarak çoğunlukla tekstil ya da gıda sektörlerinde çalışıyorlardı. 20. yüzyılın ikinci yarısında birçok şey değişti. Artık üniversite mezunu olan kadınların sayısı erkekleri geride bırakıyor ve rollerle ilgili klişeler devamlı sorgulanıyordu. Buna rağmen söz konusu kadın ve erkek meslekleri arasındaki ayrım oldukça zorlu görünüyordu. Metal işçiliği ve inşaat sektörü bu duruma verilebilecek en iyi örnekler. Bugün artık erkek ve kadın doktor sayısı neredeyse aynıyken, oransal olarak 98 erkek çilingire karşı yalnız 2 kadın çilingir. 199 erkek duvar ustasına karşı ise sadece bir kadın duvar ustası bulunuyor. Uzun zamandır birçok meslek dalına özellikle kadın elemanların kazandırılması hedefleniyor. Ve bunda kısmen başarılı da olunuyor. Fakat anketlere göre genç kadınların büyük çoğunluğu hala klasik kadın mesleklerine ilgi duyuyor. Hem de bu mesleklerde kadınlara genelde daha düşük ücretler ödenmesine rağmen. Acaba burada tek çare kadınların bu konuyu en başından bir daha düşünmeleri olabilir mi? Daha iyi ücretlerin ve daha büyük kariyer imkanlarının yanı sıra modern çağın elektronik ve mekatronik gibi bazı iş dallarındaki kalifiye eleman eksikliği de bu görüşü destekliyor. Zanaat, toplumun gereksinimleriyle sıkı ilişki içinde. Almanya, 2022 yılına kadar 17 nükleer santrali kapatmayı planlıyor. Atom enerjisinden yenilenebilir enerjiye geçiş anlamına gelen bu dönüşüm, zanaat alanında yeni meslek olanaklarını ve fırsatları beraberinde getiriyor. Yani yenilenebilir enerjinin uygulamaya geçirilmesi yüksek bir iş gücü talebine işaret ediyor. Sadece bu alandaki genişlemeyle Almanya'da 2020 yılına kadar yaklaşık 550 bin iş yeri oluşabilecek. Hallo Fanny. Hat ganz gut geklappt. Ja. Geht mir eigentlich sehr gut. Schön. Frau Stegen, in Deutschland spricht man viel über die Energiewende. Aber was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir die Energieversorgung, so wie wir sie heute kennen, komplett über den Haufen werfen wollen und das Ganze neu strukturieren wollen. Wir sind im Moment von Importen abhängig, Kohle, Uran. Ich fokussiere mich jetzt einfach mal auf die Stromversorgung bei der Energiewende. Davon wollen wir weg. Warum wollen wir weg? Weil wir das müssen. Wenn wir einfach mal über unsere eigene Lebenszeit hinausdenken, an unsere Kinder denken, die auch Strom haben möchten und das Öl ist zu Ende und das Uran geht zu Ende oder die Enkel erleben, die Kohle geht zu Ende und die Generationen danach wollen auch Strom haben. Das muss irgendwo herkommen, wenn das keine Stromlücke werden soll.
müssen wir auf 100% erneuerbare Energien gehen. Und das geht auch. Die Steinzeit war ja auch nicht zu Ende, bloß weil es keine Steine mehr gab, sondern weil es was Besseres gab. 2015 sollen 80% des Stroms grün sein in Deutschland. Das heißt, aus erneuerbaren Energien wie Wind, Wasser oder Sonnenstamm. Und welche Rolle spielt Handwerk in diesem Sinne? Ja, also es gibt die Möglichkeit, wirklich in dem Bereich unglaublich viele Berufe auch also weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Mhm. Also es gibt jetzt die Statistik, dass der Anteil der türkischstämmigen Jugendlichen, die arbeitslos sind, sehr hoch sind. Und das ist für sie auch eine Chance natürlich, im Bereich der erneuerbaren Energien halt Berufe zu lernen und da auch wirklich Stellen zu bekommen und die ganze Entwicklung auch also mitzugestalten. Mhm. Also ich sehe da ein riesiges Potenzial. In Deutschland leben schließlich so 3 Millionen türkischstämmige Personen. Und das heißt, Sie teilen auch die Perspektiven, das dem Handwerk bietet mit den erneuerbaren Energien. Mit einer handwerklichen Ausbildung, Sie können schnell an der Energiewende selbst teilnehmen. Ja, also Sie können mitgestalten und genau. Und da zeigen wir einfach also Wege, welche Möglichkeiten es gibt. Und wir haben ja gerade mal erst ein Viertel der Energiewende geschafft. Das heißt, es liegt noch ganz, ganz viel in der Zukunft vor uns. Es gibt ganz, ganz viel Arbeit und ganz viel Chancen. Mhm. Und das Handwerk bietet das? Die erneuerbaren Energien haben jetzt schon dafür gesorgt, dass wir 400.000 Arbeitsplätze nur in diesem Bereich haben, mit allen möglichen Betrieben oder Betriebsformen, die an die Entwicklung der Bürgerenergiewende angeschlossen sind. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends sind viele Stromleitungen abgebaut worden, weil viele erneuerbare Energien mit ins Spiel kamen. Die brauchen keine vierspurigen Stromautobahnen, sondern das geht dezentral. Da wird der Strom dort erzeugt, wo er gebraucht wird. Und da sind kurze Leitungswege nötig. Da muss umgebaut werden, da braucht es Handwerk. Wir brauchen natürlich, weil der Strom aus erneuerbaren Energien fluktuierend ist, brauchen wir Speichermöglichkeiten. Und da gibt es einen ganzen Blumenstrauß von Speichermöglichkeiten. Da muss man gar nicht auf eine Sache sich fokussieren. Und auch das muss gebaut werden, gemacht werden, muss handangelegt werden. Mhm. Und da muss das Know-how her. Und wie sieht es in Praxis aus eigentlich? Was haben Sie in Schönauer bemerkt, wenn man über die Beziehung Handwerk und Energiewende denkt? Ja, wir kriegen natürlich mit, dass die lokalen Handwerker jetzt vermehrt ihre Betriebe umstellen oder schon längst umgestellt haben, dass die eigentlich auch gleich wieder den Bogen in die türkischsprachige Community spannend, weil da liegt ja auch noch ein unglaubliches Potenzial. Wenn ich mir überlege, dass in anderen Ländern, wo die Sonne ganz begnadet scheint im Vergleich zu Deutschland, jede Menge Dachbrachen rumliegen, die nach Solarzellen nur so schreien und die Handwerksbetriebe nicht wissen, wie es geht, weil die es einfach noch nicht geschraubt haben und verstöpselt und verdrahtet haben. Und jetzt stelle ich mir vor, hier sind die türkischen Jugendlichen, gehen in die Ausbildungsbetriebe, können beide Sprachen und können den Technologietransfer leisten und können auch dazu beitragen, dass ihre Freunde, Verwandten und Bekannten in der Türkei da die Energiewende mit anschieben können über diese Brückenfunktion und da sich unabhängig machen können von fossilen und nuklearen Importen. Mhm. Viel stärker ist es, wenn ich die Menschen wirklich in ihrem Herzen überzeuge. Und das geht wirklich über die religiösen Argumente und über die Argumente, dass jeder in der Gesellschaft eine Verantwortung besitzt. Und wir auch diese Verantwortung den zukünftigen Generationen schuldig sind. Das heißt, wir ziehen die türkische Bevölkerung in Deutschland zur Verantwortung und sagen, ihr könnt hier was verändern, ihr könnt die Gesellschaft mitgestalten, ihr könnt das Bild der Türken in Deutschland positiver gestalten. Und das sind natürlich sehr starke Argumente, dann sind sie dabei. Und ich sage dann,
Ja, wir wollen bis 2020, dass 1 Million türkischstämmige Menschen die Umwelt schützen, also dass sie weniger CO2 also verursachen und dass diese 1 Million auch den Stromanbieter gewechselt haben und die Bank gewechselt haben und anders leben. Also es geht um den Lebensstil wirklich, um den Gedanken, okay, wie kann ich anders leben, um die Natur zu schonen, um die Ressourcen zu schonen. Und was ist auch sehr interessant in diesem Thema ist eigentlich, von einem Konsumgesellschaft laufen wir jetzt auf dem Weg zu einem selbst Energie produzierende Gesellschaft, so kann man sagen. Ja. Und das ist einfach mitzumachen. Das ist super einfach mitzumachen. Mhm. Sie werden quasi vom Problem zur Lösung. Ja. Also wenn der einfachste Fall ist natürlich, wenn man ein Haus hat, darauf eine Dachfläche und man macht selbst eine Solaranlage, dann investiert man die Kosten und profitiert hinterher davon, dass man den Strom verkauft. Aber man muss ja nicht so reich sein und ein ganzes Haus haben. Wenn zum Beispiel das türkische Konsulat ein wunderschönes Sonnendach hat in Richtung Süden beispielsweise und es sagt, liebe türkische Community, natürlich kann ich euch das für kleines Geld vermieten. Dann geht die Community hin und baut eine große Solaranlage drauf, sammelt das Geld von den Leuten ein, die da beispielsweise einer Genossenschaft beitreten, installiert das Ding und dann wird Strom produziert und diejenigen, die das Geld da mit eingelegt haben als Genossen, die kriegt jedes Jahr von dem Stromverkauf ihre Rendite, sodass sich die Leute auf dem Konsulat, auf der deutsch-türkischen Schule, wo auch immer, quasi die Rente aufs Dach legen können. Tolle Idee. Ich bin begeistert. Das werden wir auch umsetzen. Das werden wir ja versuchen. Es gibt ja schon auch in Deutschland Beispiele, das haben Sie vielleicht auch mitbekommen, in Nordrhein-Westfalen gibt es nämlich eine Moschee. Mhm. Und diese Moschee hat auf dem Dach wirklich Solaranlagen. Die wenigsten wissen auch, sie haben Geld zum Beispiel, die wissen gar nicht, dass man auch Anteile kaufen kann, also dass man in einer eine Genossenschaft auch Mitglied sein kann. Also wir betreiben da sehr viel Aufklärungsarbeit in Bezug auf Energiewende und einfach andere Lebensziele. Das heißt, in 20 Jahren werden wir ganz anders leben als wie heute. Mittlerweile haben wir die Entwicklung, dass überall, wie die Pilze aus dem Boden schießen, kleine Bewegungen sind, die vor Ort zeigen, das funktioniert. Hier in Schönau, die Stromversorgung mit sauberem Strom funktioniert. A in Schönau, B bundesweit. Und das ist eine gute Sache, dass auch die Menschen nicht mehr den Kopf in den Sand stecken und sagen, das, was die da oben machen, da kann ich ja eh nichts machen, sondern die machen alle die Erfahrung, ich bewege was und tatsächlich, es läuft. Das Gejammer, dass die Energiewende die Strompreise hochtreibt, das ist ja künstlich inszeniert. Und da gibt es auch eine ganz einfache Erklärung für. Diejenigen, die jetzt von dem jetzigen System profitieren, die werden bei der Umstellung auf eine erneuerbare, dezentrale Versorgung, werden die Verlierer sein. Und ich denke, da sind einfach die Leute gefragt, sich schlau zu machen, um zu überprüfen, was ist Lüge und was ist echt. Almanya'da elektrik motoruyla çalışan 1 milyon aracın 2020 yılına kadar trafiğe çıkması öngörülüyor. Bu amaçla altyapı ve şarj istasyonları için milyarlarca avroluk yatırım gerekiyor. Almanya elektromobilite konusunda yol almaya devam ederken elektrik işçiliğinde nitelikli iş gücüne gereksinim artacak. Ich heiße Mustafa Cetin, bin in der Türkei geboren, und zwar in der Schwarzmeergegend, und bin sozusagen als Migrationskind dann hier in Deutschland aufgewachsen. Unser Vater ist damals 1961 hierher, wie es eben so üblich war, um zu arbeiten, und ich dann eben hier hängen geblieben und hat uns die Kinder dann nachgeholt. Wir waren damals 3 Brüder. Der 4. ist hier geboren. Ich persönlich habe dann den ganzen Schulweg hier gemacht, über die Hauptschule dann die Berufsausbildung absolviert, habe den Beruf des Elektrikers dann angepackt und habe das dann mit dem
mit dem Besuch der Meisterschule im Jahre 1996 dann als Meister abgeschlossen und bin tatsächlich im Jahre 2000 bin ich selbstständig und schaue hier jeden Tag seitdem, dass wir hier vorankommen. Ich bin Volkan, 18 Jahre alt, bin der Neffe, sowohl auch der Azubi von Mustafa Zeti. Mache gerade mein zweites Ausbildungsjahr in Kirchheim auf der Max-Seitz-Schule. Ist ein lustiger Mensch, was mich schon von klein auf immer gefreut hat, wenn er bei uns war. Wenn ich einen Rat brauche, dass ich zu ihm gehen kann, ob es geschäftlich ist, ob es privat ist, das spielt bei ihm keine Rolle. Bei ihm fühle ich mich sicher und immer, ich werde ihn immer über mir sehen und ich weiß immer, dass ich von dem was lernen kann. Die Schaltung dazu hast du ja schon gezeichnet, das haben wir uns angeguckt, das funktioniert so. Und jetzt setzt du es selber in die Praxis um. Ja? Und was meinst du, was du dazu alles brauchst? Zu einer Wechselschaltung? Abdeckung, Aufputz. Zwei Wechselschalter, ja? Ja, Mustafa Zedin, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir. Und kennengelernt haben wir uns ganz einfach, indem er in meinem elterlichen Betrieb eine Ausbildung begonnen hat zum Elektroinstallateur und ich der Altgeselle war. Also das heißt, ich bin 4-5 Jahre älter wie der Musti, wie ich ihn nenne. Und wir haben 25 Jahre zusammengearbeitet, kennen uns über 30 Jahre und aus dieser beruflichen Verbindung ist Freundschaft geworden. Tagsüber, wenn wir arbeiten, ist es mein Chef. Abends, wenn wir Feierabend haben, ist es mein Onkel. So war es halt. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass das auch so bleibt. Uhu. Hallo, hallo, da bin ich. So. Du hast ein Problem? So schnell? Ja. Ich kaum gerufen, schon bin ich da. Ja, wie äußert sich das? Der wird gar nicht mehr warm, oder wie? Der wird warm. Ja. Und hat einen Thermostat drin und stellt den ein auf meine Gradzahl, die mein Kunststoff braucht. Also, gut. 18, okay. Jetzt machen wir ein paar Messungen am offenen Herzen und dann gucken wir mal, was da los ist, okay? Ach, den Schaltschrankschlüssel, den hast du schon hergelegt. Gut. Oh, wie war das hier? Ja, okay. Wenn der Kunde eben irgendwo einen Ausfall hat, das wichtig ist für den betrieblichen Ablauf zum Beispiel, dann muss man eben gucken, dass man laufende Dinge sogar auf die Seite legt und dann eben da dem Problem hinterhergeht und guckt, dass die Systeme, die Anlage und die Firma dann weiterläuft. Gehen wir mal in unseren Plan hinein. Es erstreckt sich tatsächlich von der einfachen Lichtinstallation von der Lampe, auch wenn es eine hochwertige Lampe ist, die will auch fachgerecht montiert sein, bis hin zu, wenn der Fernseher mal ausfällt, das ist ja auch ein Problem, Kabelanschluss oder Satellitenempfang, die Modernisierung, wie gesagt, ist ein Punkt, dann der Kundendienst der Hausgeräte, dann bauen wir UV-Härtungssysteme für die Druckindustrie. Sehr begehrt. Unsere großen Firmen, die wir hier haben, die jeder kennt, Daimler, Porsche, Bosch, um nur einige wenige aus der Industrie zu nennen, sind der Motor für diese Region. Allerdings machen sie uns manchmal auch Sorgen, denn sie brauchen viel Fachkräfte und ziehen auch aus dem Handwerk qualifizierte Arbeitnehmer ab. Das bedeutet für uns, dass wir uns ständig bemühen müssen, neu auszubilden, weiter zu qualifizieren. Wir müssen aber auch danach schauen, dass wir Fachkräfte hier an den Standort Baden-Württemberg bekommen. Der demografische Wandel, der einfach da ist. Wir wissen genau, dass wir mehr Mitarbeiter in den Ruhestand verlieren werden, als wir neue ausbilden können. Um dieses Defizit auszugleichen, brauchen wir die Zuwanderung entweder innerhalb von Deutschland, von anderen Regionen oder aber aus ganz Europa. Achte Klasse, ich war ein fauler Mensch, habe nicht auf meine Zukunft aufgepasst, wusste nicht, was mir werden wollte. Lehrer waren mir scheißegal, Pubertät, so wie es halt ist bei jedem Jungen. Ja, mir war es eigentlich
ganz persönlich scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, was später aus mir werden soll. Hab auch nie darüber wirklich gedacht. Dann musste ich ein Praktikum von der Schule aus machen. Ich hab nichts gesucht, hab mich daheim gezockt, war draußen mit Freunden, das war mir früher wichtiger. Da hat mich mein Vater gezwungen, eine Praktikumsstelle zu finden. Und ich wusste nicht was. Da hat er bei meinem Onkel angerufen. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, komm schon bei, schau es dir jetzt mal an, vielleicht gefällt es dir. Ich habe von ihm viel gelernt. Disziplin, Sauberkeit, viele lebenswichtige Sachen, auch Geld umgehen, respektvoll sein. Man muss sich einfach dann idealerweise während der Ausbildung schon dafür entscheiden, was möchte ich dann danach machen mit dieser Ausbildung. Man hat schon einige Möglichkeiten oder auch viele Möglichkeiten, um mit der Ausbildung sich weiter zu qualifizieren. Ganz interessant ist eben jetzt das, was unsere Zukunft sein wird. Die E-Mobilität, da steckt für uns großes Potenzial drin, sich in die Richtung zu entwickeln. Und der Bedarf ist da. Also wenn man sich überlegt, der Strom, den man ja nicht sieht, mit dem bewegt sich eigentlich nahezu alles. Also für uns liegt da so viel Potenzial drin. Das Erste, was mir dazu einfällt, den Ausbau der Netze zum Beispiel, der Tankstellen, wo man einfach die einfache Steckdose einsteckt und dann ans Auto führt. Diese Tanksäulen oder Zapfsäulen, die dann eben statt dem Benzin eben dann den Strom abgibt. Diese Netze auszubauen, das ist eine riesen Herausforderung. Das ist ja das eine. Das ist ja die sekundäre Seite, die primäre Seite ist ja die Frage, wo kommt der Strom her? Die Netze ausbauen heißt ja Leitungen verlegen zum Beispiel. Also im Leitungsbau liegt viel Potenzial. Die Netze haben wir ja noch gar nicht so in dem Sinne, wenn man es groß vernetzt machen will. Wenn man aber, was viel sinnvoller wäre, das Ganze im Kleinen zu bauen, am Haus so eine Tankstelle zu haben, also das wäre natürlich richtig in der Zukunft das, was wir haben sollten. Die Zukunft der Mobilität wird eindeutig elektrisch sein. Das bedeutet auf der einen Seite, dass der Antriebsstrang eines Fahrzeugs immer elektrischer werden wird. Wir müssen signifikant Kraftstoff sparen, weil wir in Zukunft so Kraftstoff für ein vernünftiges Geld nicht mehr werden kaufen können. Also müssen unsere Fahrzeuge effizienter werden. Das betrifft einerseits sicherlich die Wissenschaftler, die an diesen neuen Fahrzeugen und in den neuen Technologien der IKT forschen. Es betrifft aber genauso die verschiedenen Handwerker, die Fahrzeugmechatroniker, genauso wie die Elektrofachkräfte, die nachher Ladesäulen und Netze aufbauen. Guten Morgen, Thomas Arner von ZDF. Ich grüße Sie. Wie ist Ihr Name? Musti sagt man zu mir, hallo. Musti? Ich kenne Sie doch von irgendwo. Ja, vom Fernsehen. Sie sind jetzt mittendrin. Elektriker sind Sie? Ja. Was reparieren Sie so alles? Vorwiegend Haushaltsgeräte. Haushaltsgeräte? Also von der Kaffeemaschine bis Trockner, bis zum Fernseher? Ja, Fernseher nicht. Was schauen Sie denn am liebsten im Fernsehen? Western. Western? Ja. Sie sind ein richtiger Western-Fan. Ihr seid ja mein Lieder, echt. Also die Cowboys, die haben Sie Ihnen angetan. Wenn Sie Wunsch frei hätten, hätte das was mit einem Cowboy mit Western zu tun? Mein Wunsch wäre mal, einen Tag lang gerade zur Kundendienst oder Reparatur auf dem Pferd mal zu machen. Einfach die Kunde so abklappern. Auf dem Pferd, so als voller Montur, ja. Und mit der Tasche hinter drauf und dann sage, hier bin ich, wo fällt. Wir sind im Parkverbot, sucht einen Parkplatz, ja? Es ist einerseits wichtig, dass die sicheren Grundlagen beherrscht werden von den Handwerkern der Zukunft, aber sie müssen auch sehr viel Spezialkenntnisse haben. Wenn man in dem dualen Bildungssystem in Deutschland ausgebildet worden ist, ist das natürlich auch eine ideale Chance, dieses Wissen an verschiedenen Stellen in der Welt anzuwenden oder sich mit diesem Wissen auch selbstständig machen zu können.
Insofern sind wir natürlich ein bisschen stolz auf das duale Bildungssystem, aber wir freuen uns auch, wenn Menschen, die in dem Bildungssystem groß geworden sind, das mit Freude ein Stück weit auch exportieren. Ein Elektriker wird genauso in Kuba gebraucht wie in Deutschland. Quasi das ist das auch, was mir gefällt. Ich kann überall auf der Welt arbeiten, wenn es da eine Stelle für mich gibt. Wenn man die Schnauze voll von der Gegend hat, geht man nach Bayern. Wenn es einem nicht reicht, geht man in die Schweiz. Und wenn es nicht reicht, dann kann man nach China gehen. Von mir. Und das, ich bin unabhängig von Ländern. Das war mir auch sehr wichtig. Die Kunden, die uns dann auch im Ausland beauftragen, wissen um die Ausbildung, um die Qualität unserer Ausbildung, um die Qualität unserer Arbeit. Und deshalb werden wir auch für weite Wege angefordert und der Kunde im Ausland verlangt uns auch deshalb. Nicht zuletzt deshalb. In Griechenland war ich schon, in Bulgarien, im europäischen Umland, Saudi-Arabien, Tel Aviv, in Ägypten, überall auf dieser Welt. Und der Kunde weiß um die Qualität und deshalb verlangt er auch danach. Also, das hat sich rumgesprochen. So hat mich der Beruf, hätte ich nie gedacht, in die Welt hinausgebracht. El sanatları geleneksel veya gelenekselden uyarlanmış çağdaş tasarımlarla günümüzde ilgi uyandırmaya devam ediyor. Estetik, dekoratif veya işlevsel özellikler taşıyan bu ürünlerin ham maddesi kimi zaman kumaş, değerli maden veya seramik olabiliyor. Benim ismim Serhat Çiftçi. Würzelen'de doğdum, Almanya'da. 30 yaşındayım ve 13 yıldır Goldschmiede Ausbildung'u yaptığım oldu. Yani 13 yıl evvel Goldschmiede Ausbildung'u yaptım. Bu da annemlerden ve babamlardan kalma bir iş yani. Babam da kuyumcu diyebilirim. Der Schwerpunkt bei der Goldschmiede Çiftçi liegt in der Verarbeitung von Trauringen und uns handelt es sich dabei um eine bestimmte Technik, die ich anwende, die nennt sich Mokumegane. Die kommt nämlich ursprünglich aus Japan und ist eine jahrhundertalte Schmiedetechnik der Japaner. Mokumegane kommt, wie gesagt, aus Japan und setzt sich zusammen aus zwei Wörtern, Mokume und Gane. Und das bedeutet wörtlich übersetzt Holzmaserung im Metall, ganz einfach. Es gibt natürlich verschiedene Arten, auch einen Ring herzustellen, was dann letztendlich das Muster auch des Ringes ausmacht. Natürlich hat eine Farbe damit zu tun, als auch
das Muster. Das kann ich nämlich auch ein bisschen beeinflussen durch die Schmiedetechniken, durch das Drehen und Walzen. Das kann ich auch ein bisschen beeinflussen. Je nachdem, wie aufwendig die Technik ist, muss man aber schon mit 4 Tagen Arbeitszeit rechnen für ein paar Trauringe. Wir sind jetzt an dem 2. Tag der Fertigung und da haben wir als Ausgangsmetall diesen Block gehabt. Und aus dem Block sind wir jetzt am 2. Tag schon weiter. Das ist jetzt schon eine Ringform. Man erkennt schon, dass es ein Ring wird. Die nächsten Schritte werden jetzt, wie gesagt, sein, dass der Ring rund geschmiedet wird. Aufpassen, dass er nicht aufspringt, und danach wird der Ring in sich gestülpt, damit das schöne Muster, was innen ist, auch nach außen scheint, und das ist ganz wichtig. Der Zustand ist jetzt so, unten ist der Ring jetzt im Durchmesser kleiner als oben, und das muss ich jetzt so oft machen, bis der Ring komplett flach ist wie ein Blech. Wenn ich mir überlege, dass die Japaner im 17. Jahrhundert angefangen haben mit Mokume-Gane-Ringen, da bin ich schon also innerlich auch natürlich froh, dass ich in Deutschland, in einer ganz anderen Kultur letztendlich, als türkischer Deutscher, sage ich mal, auch so einen Ring herstellen kann und dieses Gefühl dann auch in mir habe, diese alte Tradition hier als Deutsch-Türke herzustellen, finde ich fantastisch. Ich habe also ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, so eine Technik beherrschen zu können dann. Doğuştan gelen yeteneğin yanı sıra zanaatkarlıkta usta-çırak ilişkisi içerisinde nesilden nesile aktarılan bir beceri de söz konusu. Dolayısıyla aynı geleneği yıllardır sürdüren aile işletmelerine sıkça rastlanıyor. Zanaatkarlığı cazip kılansa sadece gelenek değil. Bu alanda faaliyet gösteren işletmeler genelde küçük ve birçok zanaatkar kendi ayakları üstünde durarak serbest çalışıyor. Böylece kendi fikirlerini ve beklentilerini meslekleriyle buluşturma imkanına sahipler. Bu ay bizden bu kadar. Daha fazlası fabrika-tv.net adresinde. Karlsruhe'den sevgiler. God.